Hilderims, nicht mit meiner Tochter. Folge 3, übergeprüft. Was bisher geschah? Aische liebt Winter. Winter liebt Aische. Aische soll aber Burak heiraten und nicht Winter. Winter sieht jetzt aus wie ein echter Türke, also so wie Yildirim oder Burak oder Aisches Mutter. Jetzt können Winter und Burak um die Gunst von Aische buhlen. Nee. Ey, Winter, wie siehst du denn aus? Ja, türkisch halt. Das ist nicht türkisch, das ist Zuhälter. Aber dein Kampfhund ist auch ein bisschen klein, ne? Au! Wer von euch ist Burak und wer ist Eissapfen? Winter! Und im Winter, was hängt an den Bäumen? Eine festgefrorene Amsel? Falsch! Ein Eiszapfen! Richtig! Eisröhre für dich, Eiszapfen! Komm so rein! Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich auch! Ja, 2-0 für mich! Falsch! Steht 1-1, weil Burak hat gegeben, arme, hungrige Schaf was zu fressen! So, erste Prüfung! Ihr wisst, was Ehe bedeutet. Zusammenbleiben für den Rest, für das ganze Leben. Gut, dann schaut euch Aisches Mama an. Aische wird eines Tages auch so aussehen, alt und grau. Aber Herr Yildirim. Yildirim. Richtig. Herr Yildirim. Yildirim. Richtig. Ihre Frau könnte auch leicht als große Schwester von Aische durchgehen. Wenn der meine Frau so gut gefällt, du kannst du gerne haben. Aische! Schweiner! Ruhe! Ihr beiden werdet jetzt übergeprüft, ob ihr Hochzeitszeremonie beherrscht. Wir haben uns heute zusammengefunden, um euch beide in die Stand von der Ehe zu führen. Aufpassen! Willst du? Nicht du, willst du? Ja, ich will. Und willst du auch? Ja, ich will auch. Gut, Burak ist jetzt verheiratet und zwar mit Eiszapfen. Du bist jetzt angetraute türkische Staatsbürger. Du darfst den Bräutigam jetzt küssen. Ja, aber... Sus, sonst du heiratest Schaf. Ruhe, sonst gibt heute Döner. Und ihr beide geht jetzt auf schöne, lange Hochzeitsreise. Heide, heide. Na raus hier. 2-0 für mich. Die Yildirims, nicht mit meiner Tochter.